6 Uhr morgens, Cottbus. Eine groß angelegte Razzia der Brandenburger Polizei. Auch ein Laden für rechte Modelabels wird durchsucht. Der Betreiber, ein stadtbekannter Rechtsextremist und Kampfsportler, Gründungsmitglied der rechtsextremen Hooligan-Gruppierung Inferno Cottbus. Insgesamt wird gegen 20 Beschuldigte ermittelt. Es geht um Bedrohung, Körperverletzung, illegalen Waffenbesitz und Steuerhinterziehung. Die Durchsuchungen im heutigen Morgen haben insbesondere in Cottbus und Umgebung stattgefunden, aber auch in weiteren angrenzenden Bundesländern. Dabei ist Berlin betroffen, Sachsen und auch Mecklenburg-Vorpommern. Die Durchsuchungen richten sich gegen Mitglieder der rechtsextremen Szene. Der Verdacht, Fußball-Hooligans, Neonazis und rechte Kampfsportler haben in und um Cottbus ein weit über die Stadt reichendes kriminelles Netzwerk gebildet. Dazu gehören auch die Türsteher-Szene, Teile des Sicherheitsgewerbes, Musiklabels und Bekleidungsläden. Aktuell in Brandenburg ist diese rechtsextremistische Mischszene im Raum Cottbus der Hotspot im brandenburgischen Rechtsextremismus. Es ist ein für uns als Verfassungsschutz ein toxisches Gebilde. Ein toxisches rechtsextremes Gebilde mit Verbindungen ins Ausland und zu organisierter Kriminalität, berichten Informanten, die aus Angst unerkannt bleiben wollen. Nee, diese Netzwerke sind keine lokale Geschichte. Es geht europaweit. Es geht nach Frankreich, es geht nach Russland und es geht nach Polen, diese polnische Hooligan- und Nationalistenszene. Bei denen geht das total in Richtung organisierte Kriminalität, Drogenhandel, Prostitution. Das ist echt ein erschreckendes Bild, was man da bekommt. Das haben offenbar auch die Ermittlungen der Brandenburger Polizei ergeben. Cottbus Bürgermeister weiß seit langem um das Problem. Bisher ist es der Stadt nicht gelungen, die rechtsextreme Szene ernsthaft zurückzudrängen. Wir werden einen langen Atem brauchen, aber wichtig ist, dass wir das Problem erkannt haben und dass hier die gesellschaftlichen, demokratischen Kräfte dabei sind, diesen Extremisten auch Einhalt zu gebieten. Und nicht nur Cottbus ist betroffen. Die dortige Szene soll nach RBB-Informationen auch die fremdenfeindlichen Kundgebungen in Chemnitz mitorganisiert haben. Morgen will die Polizei weitere Details bekannt geben.